dachte mir halt, mache ich einfach mal ein Review dazu. Da der mir auch sehr gut schmeckt. Hier mal den Schnitt. So, ich hoffe, man kann es sehen. Ja, ist halt sehr feiner Schnitt. Ich mache nochmal auf hier kurz. So, und hoffe, man kann es jetzt hier sehen. Ja, müsste man eigentlich sehen können. Auf jeden Fall sehr feiner Schnitt, sehr feuchter Tabak, perfekt zum Kopfbau. Ja, ich eigentlich als, sagen wir mal, Minz-Hater, ich mag Minz eigentlich nicht so gerne, gefällt der Tabak mir doch ziemlich gut. Ja, geschmacklich ist er auf jeden Fall sehr mild. Nicht so wie der Albaha-Minze, den wahrscheinlich jeder geraucht hat schon. Ja, das ist ein schön milder Geschmack, zu meinem Fazit. Aber erstmal zur Rauchentwicklung habe ich was vergessen. Ja, Rauchentwicklung ist sehr gut. Setup, 3 Lagen Alufolie, 2 Brikos unter den Brikos Lochung. Mit den Sapphire Hotshot rauche ich. Fazit, ich, der eigentlich nicht so Minze mag eigentlich, gefällt er mir doch recht gut. Daher 8 von 10 Punkten, weil er auch so mild ist. Ich mag halt den starken Minzgeschmack nicht. Ja, und einfach nur empfehlenswert, der Tabak. Also, dann tschö und viel Spaß bei den nächsten Videos.